So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer Jahr 9 und weiteren Folge von Let's Play Resident Evil 7. Wir befinden uns gerade in unserem Safe Space, dem Wohnmobil, nee, Wohnwagen, Camper, wie auch immer. Und haben letzte Folge das erste Mal mit Evelyn Bekanntschaft gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie es war, weil wer soll es sonst sein? Und wir... Da ist ein Wald drauf, was. Interessant. Wir müssen jetzt runter in den Verwaltungs... Nee. Wie heißt der Bereich? Verarbeitungsbereich, klar. Der Verarbeitungsbereich. Genau gesagt, hier in den Zerlegungsraum. Da wartet Lucas auf uns. Ich habe jetzt nur... Da hat mir schon was rausgezubelt gehabt, genau. Ich habe jetzt nur das Problem, wir haben 4 Schuss für die Shotgun, 17 Schuss für die Pistole. Die Mutter ist angeblich tot. Ich glaube aber, dass sie alles an... Schieß auf mich. Okay. Arclay Birch, 7. Juli. Oder Arclay... Ach so, Berge. Ist ja übersetzt 17. Juli 1991. Wow. Genau, die... War ja schon immer offen. Egal. Lucas wartet auf uns. Muss ich da für lang Überwachungsbereich? Ich muss hier einen Stockwerk tiefer. Achso, kann ich eigentlich nur hier lang. Moment. Ja, da ist die Treppe. Also, ging es hier nochmal hin? Naja. Also, wir wollen die Treppe runter. Ich gehe mal kurz nochmal hier hin. Ne? Hier ist... Ich wünschte, manche Sachen würden respawnen. Achso, stimmt, da war ja was. Aus dem Haus fliehen. Was heißt denn nicht? Ich muss einfach mal das da. So. Gut. Einfach aus dem Grunde. Lieber Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das die eine Gelegenheit zur Flucht. Achso, ja, das kennen wir schon. Genau, ich war hier natürlich schon. Krähenschlüssel brauchen wir, glaube ich, jetzt aber auch erstmal nicht. Ich lasse das. Ja, die Magnum-Munition bringt mir auch nichts. Okay. Wir gehen da runter. Ich hätte gerne mehr Munition. Weil 4 Schuss ist nicht viel. So, jetzt kurz. Wir wollen... Ich muss mich erstmal einfinden. Jetzt gleich rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Dann durch. Okay. Das ist rechts. Speicher zwischen ist immer ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wie es ist. Hallo Oma. Also die Oma ist auch ganz weird unterwegs. Dafür, dass die hier keine Treppen haben, ist sie sehr mobil. Kein Fahrstuhl haben. Okay. So, Moment. Achso, da komme ich gar nicht rein. Ich muss jetzt geradeaus weiter, dann darüber, darüber. Oh Gott. Was war das? Scheiße. Okay. Warum war der jetzt herkam? Ach, hier waren wir ja schon mal.
Stimmt. Hier waren wir schon mal. Der Deputy war hier im Zerlegungsraum. Ah. Ah, da unten hatten wir unseren tollen Bossfight gegen Jack. Den Vater. Hier komme ich nicht weiter. War hier noch irgendwie was? Hier was respawned oder so? Wäre irgendwie cool. Nö. Gut. Dann gehen wir in den Zerlegungsraum rein. Ich muss mich erst wieder einfinden. Merkt man wahrscheinlich. Okay. Ein abscheulich süßer Gestank. Was? Er fängt schon an zu verwesen. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Prove you're a real man. Stick your hand down this pig's throat. Wir werden hier gleich beschallt, glaube ich. Also wir müssen unsere Hand da reinstecken, ne? Ach, nein. Ich hoffe, da springt einem nichts entgegen. Tut mir leid, Kumpel. Den juckt das nicht mehr, glaube ich. Der Schlangenschlüssel. Nice. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir haben aber den Schlangenschlüssel. Das heißt, wir können jetzt jede... Wie viele Türen gibt es denn mit dem Schlangenschlüssel? Werkstatt kommen wir nicht rein. Es gibt... Da wollen wir hin. Genau. Obergeschoss. Da bräuchte man noch einen Dietrich für. Hier, Schlangentüren. Genau. War nicht noch irgendwo eine? Erdgeschoss war keiner. Also ich meine, direkt jetzt bei mir ist eine. Da komme ich wahrscheinlich hier einfacher raus, schätze ich mal. Da unten war irgendwo eine. Müsste hier sein. Okay. Gucken wir mal, was in diesem kommt, weil ich jetzt ja natürlich wieder was. Hau ab. Cool. Bisschen Munition. Psychotonika. Okay. Netzwerkverbindung? Bro. Ist okay, ich spiele doch lokal. Was soll das denn? Ja, ich krieg das jetzt nicht aufgerufen. Ich hasse es. Ja. Das Tolle an dem Spiel ist, es geht immer, wenn man raustappt, in den Fenstermodus. Danke. So, ja, Netzwerkverbindung brauche ich ja eh nicht. Ich spiele ja nicht, ne, so, egal. Okay, wir können was herstellen, ist jetzt die Frage. Ich kann keine Shotgun-Muni herstellen. Ich stimme hier. Medizin, ja, das ist jetzt erstmal wichtiger. Notfalls sprinte ich schnell an denen vorbei.
warum das funktionieren soll, aber die Shotgun hilft ja schon einiges. Da kommen wir auch selbst was entgegen. Wir waren hier schon mal. Oder? Oder nicht? Doch, wir waren hier schon. Habe ich hier was übersehen? Vielleicht? Naja. Gut, wo müssen wir jetzt lang? Ah. Durch den Dinger. Hier durch. Das war fies. Einfach weiterlaufen. Das war ein mieser Move. Ja, ihr kennt das. So. Jetzt habe ich auch keine Shotgun-Muni mehr. Perfekt. Gerade sage ich noch, ja, die Shotgun ist ja ganz gut, aber dafür muss ich halt treffen. Was weißt du nicht? Hundeköpfe, 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 Ruf erkunden. Komm, machen wir den hier. Querbeet, richtig schön organisiert. Ich will mich eigentlich noch nicht heilen. Shotgun bringt gerade gar nichts, genauso wie die anderen Waffen. Aber die Viecher sind anscheinend gerade alle wieder erwacht. Das heißt, wir müssen noch ein paar Mal mit denen zu kämpfen haben hier. Ach nee! Die rennen jetzt auch hier rum. Oh, die rennen auch hier rum. Ich muss mal ganz kurz da durch. Die rennen jetzt auch hier rum? Was ist denn das? Und die Tür geht nicht zu. Die rennen jetzt auch hier rum. Was ist denn mit denen los? Okay, cool. Jetzt kann ich überlegen, was ich mache. Ich kann ja theoretisch mit denen hier was zerlegen. Aber ich kann das Psychotonikum höchstens zerlegen. Ich zeige es mal nicht, aber ich habe mich mal. Hat ja keinen Wert. Ich meine, wenn ich bei helllichtem Licht im Flur. Helllichtem Licht? Wenn ich im Flur mit Reichweite die sehe, sollte das kein Problem sein. Aber wir werden sehen. Okay. Hallo Oma. Ich lass den mal draußen, ja? Was ist denn mit dir, Netzwerkverbindung? Hä? Ich muss da gleich mal zwischen den Folgen gucken. Hallo. Gut, ein Dietrich. Dann könnten wir das Schloss im alten Haus öffnen. Same time as all other clocks. Toll, ich weiß jetzt natürlich, wie viel Uhr es auf den anderen Uhren ist. Oh ja. Hast du ansonsten eine Uhr an, Oma? Eine Armbanduhr? Nein? Tut mir leid, ich will hier nicht wirklich stören, aber... wer ist das denn? Ist das dein Mann gewesen? Jack tritt der Marine bei.
tritt den Marines bei. Das war Jack mal? Okay, hätte ich nicht erkannt. Oh. Ich weiß jetzt, was die Uhr macht. Wenn ich die richtig stelle, geht die auf die Seite. Ja. Cool, danke. Ja. Sag mal, was ist das? Ganz kurz. Also mein Handy hat WLAN. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der PC auch Internet hat. Nichts. Schatz. Ich hätte gerne was. Ein Schatzfoto. Ach, den habe ich auch noch nicht groß gesucht, ne? Sieht wie ein Bauplan aus. Main House. Ach so, ja, das ist der Granatwerfer. Ja, den haben wir ja schon. Den haben wir schon. Okay. Gut. Oh, ich habe Schockermuni gefunden, stimmt. Okay. Also es gab mal... Ich kann noch in das alte Haus mal gehen. Die Schatzkarten, ne? Das ist halt die Frage, wo das ist. Könnte gefühlt überall sein. Okay, hier hängt auch keine Uhr. Ja, natürlich. Ich muss hier natürlich raus. Ist hier sonst noch was? Nee. Oder? Hier noch irgendwie? Auch nicht. Okay. Moment, ganz kurz nochmal zurück. Bevor die Dudes wieder respawnen. Gab es nicht noch irgendwo eine Schlangentür? Auf der anderen Seite, ne? Ja, dann gehe ich da zuerst hin. Oh, crap. Da gehe ich nicht zuerst hin. Okay, die spawnen zuerst da oben, Tatsache. Ja gut, dann lassen wir schon hier rausgehen. Ach, das ist jetzt ein Witz. Okay. Heißt das jetzt, dass wir mit denen überall rechnen können, oder was? Och nö. Och nö. Okay, ich habe noch einen Dietrich dabei, genau. Waffe ist geladen. Ich hoffe, die sind hier drüben nicht. Ich bin gespannt. Sind es da nur zwei Schuss, aber zwei Schuss sind besser als keiner. Wo war das denn jetzt nochmal? Kurz. Müsste ja offen sein, genau. Klappt hier runter? Passiert hier was? Nö. Moment, bin ich richtig? Ich muss hier hin. Oh, ich bin falsch gelaufen. Oh Gott, ich muss hier gar nicht hin. Scheiße. Deswegen passiert ja auch nichts, weil ich hier nicht mehr hin muss. Wäre jetzt meine Laieneinschätzung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die Pillen hier nehmen soll. Ob sich das lohnt. Ich meine, theoretisch, ich brauche alles aktuell. Oh Gott, nee.
Habe ich mir erschrocken. Ich meine, die Mücken dürften nicht mehr da sein, oder? Ich weiß nicht, ob die Theorie stimmt. Wenn dem so wäre. Aber ich weiß halt nicht, ob es noch Loot gibt. Ich habe hier wahrscheinlich hier alles abgegrast. Es ist halt auch ein Horrorspiel, ne? Nicht so ein... Irgendwann bist du unendlich ausgestattet mit allem. Wäre mir lieber. Weil ich... Es mangelt ja an allem. So, jetzt kann ich mit denen ja wieder rechnen. Ich hätte in einen Tunnel gehen können, glaube ich. Respawn die. Wäre irgendwie doof. Ja, ich hätte durch den Tunnel gehen können. Genau, hier hoch. Oh ja, oh ja. Das ist schon mal gut. Okay, ansonsten. Gibt es nicht aus welcher Uhr? Nee. So, dann haben wir das. Also ich glaube nicht, dass ein Wohnwagen eine Uhr ist, aber wir können mal gucken gehen. Also da müssen wir dann später durch. Hier ist, glaube ich, keine Uhr. Habe ich noch eine Münze zufällig über? Defekte Pistole. Was bringt mir die eigentlich? Mit einem Reparatursatz. Okay. Klar. Was denn sonst? Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Uhren gucken. Dass wir dann durch den Tunnel kommen. Ich weiß, die andere Tür will ich eigentlich noch nicht aufmachen. Das ist dann wieder mit Stress verbunden. So. Viertel nach 10. So, Kollege. Nicht festhängen. Aua, 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 aua. Dö, Viertel nach 10, das Ding wackelt komisch. Hallo Oma. Ich bin zwar halb tot, aber du wirst mir doch nichts tun, oder? Okay, ich muss mich heilen. Ich habe keine Chance sonst. Ja, komm, ich muss das zerlegen. Anders geht's ja nicht. Also, Viertel nach 10. Ich gehe ja jetzt, ja? Die wird uns, glaube ich, später noch Spaß machen. Super. Da bricht auch selbst was durch die Wand irgendwo.
Was zum Teufel ist denn hier passiert? Munition. Schön. Nichts. Nicht so schön. Ich bleib erstmal bei der, die ich habe. Beziehungsweise, ich tausche. Weil ich muss ja safe jetzt an den komischen Dudes da vorbei. Alter, was zum Teufel. Ich meine, dass, ne, dass hier was nicht so stimmt, wie es stimmen sollte, das ist hier von Anfang an klar gewesen eigentlich, sonst, ne. Aber das hier ist schon ein ganz wildes Level. Ich bekomme Munition, sonst nichts anderes. Och. Das ist die Werkstatt, oder? Ja, das ist die Werkstatt. Ich gehe mal kurz zurück. Das ist jetzt... So. Werkstatt. Dann, wo wollen wir hin? Wir wollen hoch. Geradeaus, rechts und dann die Treppe hoch. Theoretisch. Bin gespannt, wie gut das klappt. Nicht hier, sondern... Ach, haut ab! Das gibt's dann. Ich hätte einfach hochspringen sollen. Scheiße. Ich meine, Mist. Verbessert Pistolenmunition, verleiht Ihnen Schüssen mehr Kraft pro Kugel. Drücken Sie G. Ja, ist klar. Ziele Angriffe am zerstörbaren Körperteil. Zerstören Sie die Arme, um die Angriffsfähigkeit eines Gegners zu verringern. Was? Zerstören Sie die Beine, um sein. Ah, ja, das ist natürlich smart. Auf die Beine zielen. Okay. Also. Ja, hat hier super funktioniert. Weg. Ja, fuck. Ich renn da durch. Ich bleib da nicht stehen. Mit der Pistole hast du keine Chance. Ja, blocken. Am Arsch. So, komm. Wir machen jetzt den Usain Bolt, Alter. Nicht stehen bleiben, einfach durchrennen. So, ich gebe einen Fick auf dich. Nee. Okay. Irgendwas, was ich ablegen kann. Ne, den brauche ich noch. Ich habe noch einen, ja, ich hab einen Granatenschuss gehabt, aber ich sehe mich da irgendwie selber verletzen. Die Schatzfotos. Aber wäre halt noch so eine Sache, ne? Ich gebe die mir mal beide rein. Guck die mir mal an. Ja, da habe ich keine Ahnung, wo das ist. Das habe ich schon gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Finde das irgendwas, ja. Okay, cool. Ja, ich leg die wieder ab. Komm. So, wir haben die rote Chipkarte. Ich leg die auch mal ab. Nicht, dass wir 10 Tonnen Munition auf einmal finden. Ich kann davon nichts mitnehmen. Das wäre ja Schande. Schade. Egal. Okay. Die ist geladen. Die
Raketenwerfer, ja. Der Granatwerfer hat noch einen. Ne, zwei hat er, ne? Ja. Das wird noch witzig. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann gucken wir in die andere Schlangentür rein. Ich schätze mal, da wird es dann die blaue Karte geben. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.